Oh mein Gott. Ich war so ein Fake. Ich denke, ihr habt's gesehen. Wenn nicht, komplette Vorgänger an. Trap ist anscheinend nicht in der Lage, Winter zu wechseln, wenn man schon aufnimmt. Dementsprechend konntet ihr mir, was weiß ich, 10 Minuten oder so zuhören, während ihr gesehen habt, wie ein halb aufgeöffnetes Gammelprogramm vor sich hin pimmelt. Und mit tollen Renngeräuschen im Hintergrund. Ja, hab die Strecken gezählt, 22 denke ich, also ist noch genug Platz. Hab auch die Konfiguration geändert, müsst ihr jetzt nicht nochmal über euch ergehen lassen. Und dafür vielleicht gar nicht so schlimm. Es geht weiter mit Überholen. Einfach solcher Name. Ich nehme natürlich wieder mein geiles Auto. Oh, ich habe das dritte Design freigeschaltet. Finde ich sogar ein bisschen geiler. So. Ab geht die Party. Aha. Dieser Tipp verleitet zum Crashen ein. Die Musik macht Laune. Ist wirklich... Bis jetzt ziemlich cool Spiel. Einfach, aber cool. Dass ich in dem Modus Überholen jetzt wohl tun muss. Nehmen ernst. Ich meine, ich denke, so ist nur die Strecke und das ist ein ganz normales Rennen, aber... Ja, die Strecke sieht jetzt nicht allzu mega geil aus. Koko Loko wird jetzt mit einem mega krassen Fahrer eine Frage denkschwächt. Ab geht die Frage. Ich war schon in meinem Morgen Kart mega gut. Insofern... Ja, verarschen, Digga. Weit auch wenn ich nur streife, verliere ich schon Punkte. Are you fucking kidding me? Ja, gut getroffen. Nein! Ah, du Gott. Ich schlitter völlig unkontrolliert rum. Aber es ist natürlich eine elegante Drehung. Und ein geiler Drift. Oh fuck, falsche Taste. Ah, ich verwechsel immer Driften mit. Driften und Handbremse direkt nebeneinander ist verheerend. Wirklich verheerend. So, jetzt kriege ich hier meine Punkte, indem ich hinter dem Typen hinterher fahre. Heiße Verfolgung. Ich habe extra D gedrückt, um in den Schatten zu bleiben, und steht da heiße Verfolgung. Aber egal. Okay, mit dem Driften mit der Handbremse habe ich noch nicht ganz so geil hinbekommen. Aber guckt euch mal meine Punkte an. Oben links, im Vergleich zu den anderen. Schade, dass es keine Schwierigkeitseinstellungen gibt, keine Schwierigkeitsgrade, weil sonst hätte ich definitiv einen höheren genommen. Das hier ist ja, ne? Da könnte man durch die Punkte einfach alles wettmachen. Gar die Scheiße man fährt. Schade, dass man die nicht totcrashen kann. Also nicht, nicht die Fahrer, die totcrashen, die von Beginn gesagt sind, sondern einfach, dass die Fahrer explodieren. Oder außer Gefecht gesetzt werden. Das ist immer das Beste. Oh, das schon. Ne, ich glaube, das geht nichts, oder? Wird verdammt knapp. Bin gespannt. Komm schon. Ja! Damn! Detroit Toro. Weiter geht's. Die Ladescreens sind zum Glück erträglich. Nur sehr kurz. Überholen habe ich abgeschlossen, weiter geht's mit Wegbereiter. Drei Gegner, zwei Runden, immer noch auf leicht.
Und ich habe einen neuen Wagen. Aha, da. Gucken wir mal. Der neue Wagen ist noch schlechter zu kontrollieren und noch schneller in der Beschleunigung. Nein, definitiv nicht. Ich bleib beim dritten Design. Los geht's. 30% Windschattenbonus, okay. Stunts, was soll ich denn für Stunts machen? Aber bis jetzt habe ich noch keine Rampe oder so gesehen. Vielleicht kommt das ja noch. Oh Mann, ich dachte gerade, wir sind nach Abu. Nein, nimm's heute durch. Ja, Goldzeit, Goldzeit 2,40. Rennen, mal was anderes. Get out of my fucking way. Draft hinter dir, oh nein. Was machen die? Ich bin irgendwie so verunsichert, ich dachte, das geht ja links rum, aber da gibt es natürlich keinen Weg mehr. Ja. Immer noch Draft hinter mir, was soll ich denn machen? Wie kann ich hinter mich gucken mit X, ne? Ja, das hier, das. Ah Gott, die Strecke. Aber die sollen ja kommen mit ihrem scheiß Draft, ne? Auf den Klappen. Okay, die Strecke ist jetzt schon mal eine persönliche Hassstrecke. Also da mit den Rücken da haben sie es echt nicht einfach. Trotzdem habe ich noch mit Abstand die meisten Punkte. Scheiße. So, jetzt habe ich mal ein paar Punkte. Okay, da der gute Vorsprung nicht so riesig ist, brauche ich aber einen größeren. Vorsprung auf der Strecke. So geht das. Ah! Nein! Nur kann man nicht aufgeben. Draft da hinter dir, oder? Das war zu aufwachen, aufwachen. Ja, er! Scheiße! Scheiße, jetzt verballert meine ganzen Scheißpuppe. Ja! Nein! Das ist aber vielleicht noch alles. Fuck, 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 fuck. Ja, der schlägt mich locker. Ich bin nur Zweiter oder Dritter, kein Zweiter, Zweiter.
Nee. Go. Wenn da schon 2 von 3 Handling ist, und echt nur 3 Handlings gibt, dann ich spare für meine zukünftige Ignite-Karriere. Oder ich muss echt zum Gameplay abhalten. Aber eigentlich komme ich gut damit hin. Na, das ist so schön bei den Spielen so. Why you no drive? Hä? Was soll das? Wieso erst diese scheiß Kamera fahren und dann... Ich bin wieder da. Okay, punktemäßig führen. Dass die Abgrenzung am Rand aber genauso aussehen muss, fast wie die Abgrenzung, die man einfach durchmachen kann. Es sagt. Punktemäßig sind ich und der erste fast gleich auf. Wenn ich die erste wäre, dann wieder nichts. Und wenn das leicht ist, dann bin ich echt gespannt, wie ich auch nur normal schaffen soll. Nein! Na super, das war's. Boah, ich will nicht. Hört auf, mich zu draften, ihr Schweine. Kacke, vielleicht kommt wieder eine Kurve. Ah, das ist nur die hier, die geht. Ja. Das ist jetzt eine Mega-Kurve. Nein! Wieso dreht er die Kamera? Du sollst nicht die Kamera drehen, du sollst fahren. Verdammt, du Scheiße. Boah, nee. Nee. Ja, mehr Punkte als ich, also kann ich das gar nicht aufholen. Hab ich jetzt weitergemacht? Egal, ich habe jetzt 2 Strecken freigeschaltet, glaube ich, oder? Nicht. Okay, dann muss ich wohl das hier machen. So. Also meinen Windschattenbonus kann ich mir trotzdem mal versuchen zu nutzen. Aber die ganze Zeit hinter den Tüten bleiben. Windschatten werfen und dann habe ich irgendwann mal eine 4 Millionen Punkte.
Und dann geht's an. So, ich drücke jetzt direkt D zu Beginn. Ich crafte wie ein Profi. Und war gegen Wände wie ein Profi. Aber es scheint mir, der erste kriegt mehr Punkte als der Rest. Und darum glaube ich, soll ich jetzt erster werden und dann mehr Punkte kassieren? Oder soll ich versuchen, mit meinem Windschattenbonus da irgendwo zu reißen? Ja, bis auf dieser kurvenreiche Strecke ja auch nicht geschossen. So, punktemäßig habe ich einen kleinen Vorsprung. Boah, der schlittert hin und her. Furchtbares. Nein! Ich hab dem einfach die Energie ab. Also das Schadensmodell, muss ich sagen, ist ja nicht so der Hammer. Mein Nitro auch krasser, wenn ich mehr, ne? Vermutlich werde ich eher in der Kurve wieder abkacken. Dann überholt er mich. Und dann muss ich meinen Nitro Endsprint machen und nochmal aufholen. So, und jetzt fahr du durch, fahr. Ja, Mann! Mir so egal, ob da ein Drifter hinter mir ist, gibt 16.000 Punkte. Von mir gar nicht. Sehr schön. Aber eine Zeit von 2,40 ist noch ziemlich krank, also... Scheint mir schwer zu, wenn man das spielt. Ich bin schon mal Gold will. Versuchen. Ja, wunderbar. Weiter! Alle für einen. Weiter! Alle für einen, schalte zwei Strecken im Fall. Hä? Wieso ist das denn irgendwo mitten? Was? Ah!
das sind unterschiedliche Bezirke. Okay. Ja, dann mal alle vor allem, ne? 2 hart. 1 out. Schwierigkeitsgrad hart. Okay, dann nehmen wir den letzten, weil der irgendwie witzig ist. Willkommen zu deinem ersten Mal in Outrun. Achtet auf deinen Punkt. Du hättest nie noch 4 Punkte, aber wir gehen alle mit. Okay, also Sudden Death. Mit Punkten. Crash Manöver werde ich vermutlich nicht wagen, weil ich aber jedes Mal selber gegen die Wand falle. Versuche einfach möglichst viel kaputt zu machen und durch den Schatten zu fahren. Und dann dürfte es laufen. Oh, wie schön, mit Heißluftballon. 40 Sekunden Unterschied zwischen Bronze und Silber, das ist echt mal krass. Ah, okay. Okay, er soll einfach keinen Nitro nutzen. Ich bin die ganze Zeit so mega Draft machen. Ich dürfte ja immer noch meinen Bonus haben, oder? 30% Windschatten. Fuck! Sollte auf die Minimap gucken. Ja, Zeit. Ja, nach jeder Runde sein da draußen, glaube ich. Warte mal, sobald man... Ah, okay, okay. Sobald man erreicht ist. Ja, halte es, um Nitro einzusetzen, mit Sicherheit. Okay, also der Vorteil von ihm, der da ganz vorne ist, ist ja, dass er alles zerstören kann. Kann ich das nicht mehr, das ist ein Problem. Okay, man kann für euch. Aber die können sich das ja wieder herheben. Ich muss jetzt nur zerstören. Ich kann jetzt nur zerstören. Und driften! Nein! Sogar noch für euch. Ist die Frage, inwieweit... Nee. Was? Ach, es kommt auch auf die Zeit an.